Hallo ihr Lieben, wir machen heute den Caprese-Klassiker mal ein bisschen anders. Das Video ist eine Kooperation mit Zott und ich fordere hiermit den Profikoch Nils Ecktermeyer heraus. Gemeinsam mit zwei anderen YouTubern versuchen wir, sein Caprese-Rezept zu toppen. Ihr könnt für mich abstimmen, Link in der Infobox. Unter den Teilnehmern gibt es dann auch einen Gewinner und der bekommt einen Restaurantbesuch in Hamburg mit mir, sofern ich den auch gewinne. Also stimmt gerne ab. Bei dem Rezept habe ich mir gedacht, es soll was Außergewöhnliches sein, weil normalerweise ist Caprese ja ein Mozzarella-Tomatenfächer. Und ich habe mir gedacht, Obst ist einfach geil in der Kombi, vor allen Dingen Pfirsich. Und dann statt dem normalen Pesto gibt es eben ein süßes Pesto. Für mein Caprese-Rezept braucht ihr Mozzarella, Pfirsiche, Marzipan, Minze, Pistazien und Ahornsirup. Die Minze entfernt ihr von den Stielen und legt sie in eine Schüssel. Das erinnert mich an Sommer. Dann gießt ihr den Sirup dazu. In einer kleinen Pfanne röste ich die Pistazien leicht an. Die kommen dann zum Sirup dazu. Wenn ihr einen Pürierstab habt, dann könnt ihr den jetzt benutzen. Ich habe keinen, deshalb kommt es einfach in meinen Mixer rein. Ich habe es befürchtet, es ist zu wenig Flüssigkeit drin, deswegen gebe ich ein bisschen Wasser dazu. Mit dem Pürierstab geht das dann wahrscheinlich sogar ohne. Und das Marzipan kommt jetzt auch noch dazu. Geil. Die Pfirsiche halbiere ich und schneide sie in Scheiben. Den Mozzarella schneide ich auch in Scheiben. Und dann lege ich abwechselnd einen Fächer aus Mozzarella, Pfirsich, bis alles fertig ist. Schön garniert wird dann noch mit dem Pesto und fertig ist euer Caprese mal anders. Es wird probiert. Frisch. Das Marzipan, ich liebe dieses Pesto. Ich hätte nicht gedacht, dass Mozzarella in der Kombi mit Marzipan so gut ist. Das mit dem frischen Pfirsich noch dazu, so, so lecker. In der Infobox findet ihr alle Links. Es wäre sehr cool, wenn ihr für mich abstimmen würdet. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bussi, baba.